Hallo liebe Zuschauer, ich möchte hier gerne den Beamer vorstellen, VVBright GP100. So sieht es aus, passt kaum auf mein Bild hier drauf. Ja, ich mache ein kurzes Unboxing, danach zeige ich das mal, wie das Bild auf der Leinwand nicht, sondern bei mir an der Raufasertapete aussieht. Ja, weil ich keine große Leinwand habe, ne, weil in der Wand bin ich da doch flexibler in der Größe. Und weil es die meisten auch wahrscheinlich nicht haben werden. So, dabei ist hier dieser 1,50 Meter lange Kaltgeräte-Stecker. Eine Fernbedienung, die auch gut reagiert. Dabei ist noch hier so ein AV-Kabel. Adapter im Endeffekt. Hier ein, den habe ich noch nicht mal ausgepackt, den Videokabel für ein, also DVI-Videokabel für einen Computer. Und ein Brillenputztuch, um das schön sauber zu machen, und eine Bedienungsanleitung auf Deutsch, die schön beschrieben worden ist. Hier sieht man die ganzen Sachen. Getestet habe ich es auch mit meinem Schallpegelmesser, das dazu gleich mehr. 50 dB hat es ergeben in 50 cm Entfernung. Ja, schön auf Deutsch beschrieben, auch gut zu lesen. Englisch, ja, Deutsch ist auf jeden Fall auch dabei. Ja, hier ist es auf Deutsch. Ja, schön bebildert, ist halt eine Schnellanleitung und zeigt an, welches die Grundinformationen, wie man das zum Abspielen bringt. Okay, hier vorne ist die Linse, hier in dem vorderen Bereich, hier ist auch ein Lüfter vorhanden, also Lüftungsausgänge. Ja, das ist eine große Linse im Endeffekt. Der Beamer selber ist wirklich relativ groß, 28, irgendwas breit, 22, wie viel haben wir da schon mal gehabt? 22,5 ja, tief, und die Höhe ist hier 11,3 cm. Gut, auf der Rückseite haben wir hier noch die Anschlüsse. Hier haben wir noch einen An-Aus-Schalter hier unten links, und hier oben ja der Anschluss für ein VGA-DVI-Kabel. Hier vorne dran zwei HDMI-Eingänge, um jetzt einen Laptop anzuschließen oder sonstiges, oder DVB-T-Receiver von mir aus für die Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel, ne, im Garten. Dafür ist es bei mir gedacht hier. Ja, zwei USB-Eingänge und ja, hier ein Audio-Klinkenkabel und hier ein Video-Eingang, ne, für das Videokabel. Gut, mit diesem Kopfhörerkabel kann man dann nämlich auch eine Anlage anschließen, von mir aus einen Bluetooth-Receiver, natürlich ohne Bluetooth, sondern nur mit dem Klinkenkabel kann man die dann verbinden. Aber der Ton ist schon relativ sehr gut, also richtig schön auch laut zu hören. Dementsprechend braucht man da eigentlich nichts, also außer vielleicht einen Kopfhörer, um das leise zu hören. Aber ansonsten ist die Lautstärke richtig gut und laut zu vernehmen. Ja. Ist ein WX-VGA Beamer mit 3500 Lumen. Ja, auf der Unterseite haben wir hier noch, ja, vier Stöpsel im Endeffekt. Hier zwei Gumminoppel, vier Stück, ne, damit der Boden nicht beschädigt wird. Hier gibt es so Gewinde. Ich hoffe, man kann es sehen. Hier Gewinde, vier Stück. Gewinde-Einlässe, um das auf dem, ja, nicht auf dem Stativ, sondern auf so eine Beamer-Vorrichtung aufzubringen und zu befestigen zum Beispiel. Gut, die Höhe kann man, wenn man jetzt keine Vorrichtung hat, nur mit dieser Klappe verändern. Diese wird nur hochgebogen und dann hat man so einen leichten Schrägstand. Kann man auch wieder einbringen. Hier kann man also nichts, irgendwas Halbes machen oder Ganzes. Hier muss man das schon vollkommen ausfahren, um da so ein bisschen Schrägstand zu haben. So, den Schrägstand kann man mit dieser Trapezwirkung kann man mit hier dem Regler einstellen. Das zeige ich gleich mal, wenn das Bild da ist. Und hier die Schärfe kann man hier mit einstellen. Ne, hierfür sind diese zwei Räder da, Einstellräder. Ja, was gibt es hier noch? Hier ist noch ein Sieb vorhanden, ein Lüftersieb. Gut, ich hole es jetzt nicht raus, ist nur ein Schaumstoffsieb, oder doch, ich hole es doch raus. So, so ein Sieb ist hier vorhanden, ne, damit da kein Schmutz und Dreck verteilt wird. Oder
in den Beamer gelangt. Gut. Okay, das war's von mir. Gleich geht's weiter. Wenn ich das Gerät angeschlossen habe, ich werde zwei Bildmöglichkeiten anbieten. 1,20 Meter Breite und 70 hoch. Und einmal 2,15 Meter breit und 1,20 Meter hoch. Das sind so zwei Arten, werde ich dann gleich vorführen. Und ja, okay, Dankeschön und bis gleich. So, der Beamer ist aufgestellt. Ein Bild habe ich hier auch. Also wie man sehen kann, ich habe es hier ziemlich hell derzeit. Kann man das Bild trotzdem sehr gut erkennen. Hier ist der Beamer. Hier das Bild. Hier ist mein 50 Dezibel in circa 50 cm Entfernung. Wenn ich spreche, natürlich mehr. Aber so haben wir von realistischen 50 Dezibel ist hier die Rede. So, ich mache mal das Licht eben aus. Nehme mal die Fernbedienung in die Hand. 2,2 Kilo wiegt der Beamer. So, jetzt gucken wir uns das Bild mal an. Jetzt 1,20 Meter mal 70 ist es jetzt hier. Ich habe mal einen USB-Stick eingebaut. Gehe mal hier auf den USB-Stick und lass den mal einfach mal laufen. Ich kann auch ein bisschen vorspulen. Ich spule mal ein bisschen vor. So, schönes Bild. Ne? Also wir haben es trotzdem noch hell hier, ne? Wie man sehen kann. Ist das nicht so dunkel, dass ich das sagen würde, wir haben jetzt Nacht oder so. Dafür ist es ein sehr schönes Bild. Keine Pixel zu sehen. Ne? Ordentliche Qualität. Auch der Sound. Mit dem Sound bin ich jetzt gerade mal bei 50. Ne? Ich habe jetzt hier gerade mal 50% auf. Und ist richtig angenehm laut. So, ich werde das Ganze mal auf 2,15 Meter Breite zeigen, damit man da einen besseren Einblick hat. Ne? Bei 1,20 Meter mal 70 sieht es halt so aus. Und gleich geht es dann weiter mit 2,15 Meter. Ja, willkommen zurück. Wir machen das Ganze jetzt mal auf 2,15 Meter. Ich drücke mal auf Play. Gehen wir aus dem Bild raus. Ne? Also das ist jetzt richtig großes Kino. Und es ist immer noch hell hier im Endeffekt, nicht dunkel. Ich mache mal eben die Jalousien mal runter, damit es mal richtig dunkel ist, damit man sehen kann, was für eine Qualität hier im Dunkeln vorhanden ist. Pixel kann man hier keine sehen. So, jetzt habe ich es mal richtig dunkel gemacht. Entschuldigung, ist ein bisschen alles provisorisch, weil ich das alles per Hand filme. Aber trotzdem gut möglich. Ja. Also kann keiner sagen, das ist ein schlechtes Bild. Das ist wirklich ein sehr schönes und klares Bild hier zu erkennen. 2,15 Meter breit und 1 Meter, ich habe es vergessen, 1,13 Meter glaube ich, hoch ist das Ganze hier. Ich muss mal eben nachlesen, ob ich das nochmal sehe hier. Im Dunkeln sehe ich es natürlich nicht. Ich werde es auf jeden Fall nachreichen. Ich glaube 1,20 Meter, 1,13 Meter, irgendwie sowas war das auf jeden Fall. 2,15 Meter auf jeden Fall breit. Ne? Also ist schon eine ordentliche Größe. Hier der Schrank, der stört sogar noch ein bisschen. Ja, also richtig schönes Bild. Den Lüfter hört man eigentlich kaum noch, wenn man eine Weile geguckt hat. Stört er eigentlich gar nicht. Tritt man zwar ein bisschen mit, aber der Ton überspielt das Ganze eigentlich und in meinen Augen sehr gut zu nehmen für Präsentationen, für Filme zu gucken, Videos zu gucken und so weiter und so fort. Ja, lieben Dank fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Hier der Beamer, ja, sieht man natürlich jetzt nicht, ist jetzt auch ziemlich dunkel. Aber wie man sehen kann, ein richtig schönes, klares Bild. Also das habe ich mit einem 1500 Lumen Beamer zum Beispiel nicht.
in der Preisklasse Top-Gerät in meinen Augen. Außer Lüftergeräusch halt mit 50 Dezibel, ein bisschen laut, aber ist zu verschmerzen. Und wenn man eine Weile geguckt hat, merkt man das gar nicht mehr. Ne, also wie jetzt zum Beispiel, jetzt empfinde ich das überhaupt nicht als störend. Nur am Anfang mal ein bisschen, hat mich doch erschreckt, dass es ein bisschen lauter war. Aber jetzt kann man das wirklich wunderbar schauen, ohne dass man jetzt großartig gestört wird vom Lüftergeräusch. Dankeschön fürs Zuschauen und schönen Tag noch. Danke. Kleiner Nachtrag, 2,15 Meter Breite, 1,20 Meter Höhe. So, das habe ich jetzt gerade eben nochmal nachgemessen. Okay, danke fürs Zuschauen und ja, schönen Tag noch.